Für Wolfgang Obermeier ist es der blanke Horror. Knapp 400 Meter trennen den 43-Jährigen und dessen Familie vom neuen Autobahnabschnitt der A94. Seitdem Autos und Lkw hier direkt vorbeifahren, ist es mit der jahrzehntelangen Idylle nun vorbei. Man kann nicht mehr mit offenem Fenster schlafen. Es ist eine Dauerbeschallung, das ist unvorstellbar. Die Belastung ist enorm und wir fühlen uns völlig allein gelassen und sind völlig verzweifelt. Konkret geht es um das 33 Kilometer lange neue Teilstück der A94 durch das Isental zwischen Paschtetten und Heldenstein. Die Strecke zwischen München und Passau ist am 30. September eröffnet worden. Die Emotionen der betroffenen Anwohner kochen unterdessen hoch, so auch bei Anita Hilz, die ebenfalls nahe der Autobahn wohnt. Bei mir haben sie zwar einen Schallschutz gemacht, also eine Überlärmschutzwand und haben einen Wall. Aber auf der anderen Seite, also meine Wand und Wall ist niedriger als wir auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt schallt natürlich der ganze Schall, der kommt sofort wieder rüber. Bei der zuständigen Autobahndirektion Südbayern nimmt man die Beschwerden der Anwohner ernst. Wir prüfen jetzt alles nochmal detailliert nach. Wir schauen uns auch jeden Einzelfall genau an. Wir prüfen auch nochmal die Lärmschutzwelle und Wände, ob die ordentlich gebaut sind. Und wir überprüfen den Fahrbahnbelag, ob er die Lärmminderung hat, die er haben soll. Ein Flüsterasphalt, der an weiten Strecken der A94 verbaut worden ist, fordert Anwohner Anton Bauer auch für die Bereiche, wo es jetzt besonders laut sei. Beim Ostwind ist es ein Schlagen auf dieser langen Brücke, die ist knapp bis 600 Meter lang. Und wenn die Fahrzeuge, vor allen Dingen die sehr schnell fahren, wenn die da die Brücke verlassen, dann gibt es Schläge, wie wenn ein Maschinengewehr schießen würde, nur etwas langsamer. Das ist immer so ein Bup-Bup-Bup-Bup-Bup. So geht das den ganzen Tag. Weitere Forderung der betroffenen Anwohner, ein Tempolimit müsse unbedingt her. Generell werden Autobahnen so gebaut, dass sie ohne Geschwindigkeitsbeschränkung befahren werden können. Und wenn wir natürlich jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung einkalkuliert hätten bei der Planung, dann hätten wir weniger Lärmschutz machen dürfen. Muss man auch so sehen. Also wenn wir sagen, wir hätten das auf 120 ausgelegt, dann hätten wir nicht so viel Lärmschutz machen dürfen. Weil letztendlich geht es um die Lärmgrenzwerte, die müssen eingehalten sein. Wolfgang Obermeier hat bereits einen Makler damit beauftragt, eine Schätzung für sein Haus und sein Grundstück vorzunehmen. Die Familie hält auf jeden Fall zusammen, egal wie es weitergeht. Ich darf meinen Mann niemals im Stich lassen und wir haben eigentlich alle schon drüber gesprochen. Und wenn, dann ist es so, dass wir alle weggingen und halt alle miteinander, alle zusammen. Die Obermeiers hoffen aber weiterhin auf eine andere Lösung, dass möglichst bald wieder Ruhe einkehrt.